Hallo, guten Morgen, Calimera. Ah, das klappt ja hier. Ich dachte, ich nehme dich mal mit hier auf meinen morgendlichen Spaziergang zum Meer. Und okay, ich habe ja gerade die Meldung gekriegt, dass die Verbindung nicht ganz so stabil ist, aber ich hoffe, es funktioniert hier. Ja, ich dachte, ich hole dich mal mit hier auf meinen kleinen Spaziergang zum Meer. An den Strand zum Joggen und ins Meer hüpfen. Und ich zeige dir mal, wo ich hier vorbeikomme. Schau mal. Ah, wie mache ich denn die Kamera? Hier sind Feigenbäume. Hätte ich vor Jahren nicht gedacht, dass ich morgens mal auf dem Weg zum Strand oder überhaupt irgendwo lebe, dass ich mir morgens zum Frühstück mal einfach so unterwegs ein paar Feigen ernte oder Granatäpfel. Vorne steht auch ein Granatapfelbaum, zeige ich dir auch mal gleich. Das sind auch Olivenbäume. Ich habe hier tatsächlich vor 2 Jahren zum ersten Mal mir vom Baum eine Olive geschnappt. Hier sind schon die Reifen, zeige ich dir auch mal. Siehst du das? Reife Oliven? Davon isst man allerdings mal ein, zwei, nicht mehr, weil die sind schon sehr, sehr bitter. Die enthalten schon extrem viele Bitterstoffe. Also ja, sehr gesund. Deshalb sind Oliven oder Olivenöl ja überhaupt gesund für unseren Körper. Aber ich dachte, ich muss mal eine naschen und das war schon eine Challenge. Wo ist der Granatapfelbaum? Den wollte ich dir doch auch mal zeigen. Ja, auf dem Rückweg gibt es ja immer so ein paar Feigen direkt vom Baum. Manchmal schaffe ich es, die Feigen am Granatapfelbaum bin ich schon vorbei. Guck mal, die muss ich dir jetzt auch noch zeigen. Siehst du das? Da oben die Granatäpfel. Die brauchen noch ein bisschen, bis sie rot sind. Ja, bei den Feigen war ich stehen geblieben. Manchmal schaffe ich es, sie mit nach Hause zu nehmen und meistens habe ich sie schon genascht, bis ich dann zu Hause ankomme. Ist zwar nicht weit der Weg, so 2 Kilometer mit dem Auto, aber ich kann dann meist nicht widerstehen, weil die sind so lecker. Und was ich die erste Zeit gemacht habe, ich habe nur innen das Fruchtfleisch gegessen. So kannte ich das von Deutschland. In der Mitte eine Feige aufschneiden und dann dieses Fruchtfleisch rauslöffeln, bis mir eine Zypriotin hier dann mal tatsächlich beigebracht hat, dass man die einfach ganz essen kann. Und es gibt grüne Feigen und es gibt dann auch welche, die so dunkelrot sind. Das sind ja so die, die man in Deutschland in erster Linie zeitweise dann im Supermarkt bekommt. Genauen Unterschied weiß ich nicht, aber das ist auch etwas, was ich hier gelernt habe, dass man diese grünen Feigen auch essen kann. Man muss so ein bisschen dran fahren, dass sie weich sind. Solange sie hart sind, sind sie natürlich noch nicht reif, das ist klar. So, worüber wollte ich aber eigentlich mit dir sprechen? Nicht unbedingt hier eine Exkursion in die Welt von Oliven und Feigen und Zitronenbäumen und Granatapfelbäume. Ich muss mal ein schattiges Plätzchen hier suchen. Ich zeige dir mal, wo ich hier inzwischen bin. Also hier verirren sich keine Touristen. Hier sind tatsächlich immer nur so ein paar Einheimische. Genau. Ja, mir ist heute Morgen wieder bewusst geworden, dass es noch gar nicht so lange her ist. Ich glaube, hier bleibe ich mal. Hier sehe ich dich am besten. Dass es noch gar nicht so lange her ist, wo ich von einem so freien Leben geträumt habe, morgens von der Sonne wach geküsst zu werden, schon im Bett, strahlend blauer Himmel zu sehen, Wärme und die Möglichkeit zu haben, ins Meer zu hüpfen, am Strand zu joggen, ein bisschen Sport zu machen. Und zweimal die Woche habe ich ja auch mit meiner Personal Trainerin im Haus. Wir haben ja da ein hauseigenes Fitnessstudio.
auch Training, auf mich abgestimmt, auf den Körper abgestimmt. Und an den anderen Tagen, ja, gehe ich hier am Strand, jogge ein bisschen, hüpfe ins Meer rein. Und hier auf Zypern gibt es tatsächlich so das klareste Wasser. Das fasziniert mich immer wieder, was für ein klares Meerwasser wir hier haben. Ich habe mir mal sagen lassen, das liegt am Salzgehalt. Und das hat tatsächlich so karibischen Flair. Hat auch so 28 Grad im Sommer. Und ja, genauso meine Wohlfühltemperatur. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Das ist noch gar nicht so lange her, dass ich von diesem freien Leben geträumt habe. Zum ersten Mal bewusst angefangen, diesen Träumen zu folgen. Das war 2015, wo es so quasi aus mir gesprochen hat, als mein Sohn, die Kinder, unser Sohn, unsere Tochter, die standen da vor mir im Wohnzimmer, weiß ich noch so gut, wie wenn es gestern gewesen war. Und unser Sohn sagte, wenn ich mein Abi mal in der Tasche habe, dann bin ich auf der Welt unterwegs. Und unsere Tochter, 2 Jahre jünger, dachte, ja, ich auch. Und da hat es aus mir gesprochen und ich habe gesagt, oh, wisst ihr was, dann hocke ich jetzt nicht hier im Saarland und warte drauf, dass ich euch wieder sehe, dann sind wir einfach frei auf der Welt unterwegs und treffen uns an den schönsten Orten, wo es uns gerade gefällt. Und im nächsten Moment habe ich gedacht, oh mein Gott, was oder wer spricht denn da aus dir? Wie sollten das bitte funktionieren? Rein schon so aus finanziellen Gründen. Weil Finanzen waren immer so ein bisschen ein Thema in meinem Leben, bis dato. Und dann dachte ich aber, oh, das fühlt sich aber gut an. Das hört sich gut an, so frei auf der Welt unterwegs zu sein. Weil ich liebe Deutschland, ich liebe deutsche Wälder, ich liebe auch die deutsche Natur. Nur was ich nie so gemocht habe, ist, dass es mal 3 Tage richtig schön warm ist. Und dann wieder einen Tag gefühlte 20 Grad kälter und man konnte einfach nicht so toujours mal sagen, so jetzt ist Sommer und jetzt kann man mal durchgehend Wärme auch genießen. Das sind so die Dinge, die mir nie so gefallen haben. Und dann weiß ich auch noch, wie ich oft so rausgeguckt hatte bei Regenwetter, wo ich dachte, ach, wäre das jetzt schön, wenn ich sagen könnte, hey Schatz, komm, lass mal gucken, wo jetzt schönes Wetter ist und wir buchen einfach one way irgendwo hin und schauen dann einfach mal, wo es uns gefällt und wie lange wir uns da aufhalten wollen. Das sind so die Dinge, wovon ich immer geträumt habe. Ja, und jetzt ist es seit 2017, 18, ist es Lebenswirklichkeit schon geworden. Ist es Lebenswirklichkeit geworden, dass Zypern jetzt auch unsere Wahlheimat geworden ist, wobei wir nicht immer hier sind. Wir waren ja auch die letzten 2 Wochen unterwegs in Italien, Armenien, Georgien, sind jetzt wieder erstmal hier. Und weil in Italien auch schlechtes Wetter angefangen hat, haben wir dann gesagt, nee, buchen wir dann erstmal jetzt zurück wieder nach Zypern. Und für den Winter ist auch tatsächlich auch mal geplant, so 3-4 Wochen irgendwo im Schnee zu sein. Also auch da, wo andere Urlaub machen, zu leben, auch mal Schnee wieder zu genießen und auch aber, ja, irgendwo zu sein, wo es dann auch im Winter richtig schön warm ist. Hier auf Zypern wird es zwar nicht so kalt, also da, wo wir leben, im Gebirge oben schon, da kann man sogar auch Skifahren, da fällt über Winter so Dezember, Januar, Februar ist da schon Schnee. Aber ansonsten gibt es zwar so einige Hartgesottene, die auch das ganze Jahr hier ins Meer hüpfen. So ab Mitte November ist für mich dann Schluss mit Meerhüpfen, außer mit den Füßen. Genau. Und das ist mir heute Morgen nochmal so bewusst geworden, dass es gar nicht so lange her ist, dass ich von diesem freien Leben geträumt habe und damals überhaupt keine Ahnung hatte, wie soll das bitte funktionieren, wie soll das bitte möglich sein. Und das ist die Ermutigung, die ich dir, deshalb wollte ich dich jetzt einfach daran teilhaben lassen, mal mit auf den Weg geben möchte. Das sind alles die Dinge, die auch für dich möglich sind. Wir dürfen uns da nur von diesen ganzen Mustern und Prägungen, Begrenzungen mal lösen, dass man nur mit einem Beruf, den man erlernt hat, irgendwo in der Firma oder ein Studium, was man gemacht hat, war ja bei mir auch so der zweite Weg, noch BWL obendrauf gesetzt,
zu der Erstausbildung, weil ich gemerkt habe mit meiner ersten Ausbildung, naja, die Verdienstchancen, die sind da nicht ganz so rosig. Damit kann ich mir nicht ganz so gut mein Leben so gestalten, wie ich es möchte. Und dann Ausbildung gemacht, zum Schluss noch Betriebswirtschaft. War dann ja schließlich auch einen gut bezahlten Job im öffentlichen Dienst. Aber trotzdem, auf einem wirklich grünen Zweig im Angestelltenverhältnis, müssen wir uns nichts vormachen, kommt man nicht. Oder man ist halt immer in dieser Schleife drin, dass man mal ein bisschen mehr verdient, dann hat man aber auch mehr Ausgaben wiederum, weil man dann den Lebensstandard wieder erhöht und letzten Endes dann doch am Ende vom Monat nichts oder kaum was übrig bleibt, ja. Das ist so die Spirale, in der die meisten Menschen drin sind. Und das wollte ich einfach nie. Ich habe einfach gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, wo ich frei auf der Welt unterwegs bin, wo ich immer das Geld zur Verfügung habe, was ich einfach brauche oder was ich gerne haben möchte, um es mir, meinem Körper gut gehen zu lassen und meinen Körper auch gut zu nähren. Und ja, und was mir nie gefallen hat, wenn ich eine Idee hatte, irgendwo hinzureisen, erstmal zu sparen oder wenn ich etwas kaufen wollte, erstmal zu sparen oder an anderen Stellen das Geld abzwacken, sondern ich habe gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, wirklich selbst zu bestimmen, wie viel Geld jeden Monat, jede Woche, jeden Tag aufs Konto fließt, um wirklich ganz frei zu leben. Und wie sagt man so schön? Wenn der Schüler bereit ist, dann kommen auch die Lehrer, dann kommen auch die Möglichkeiten. Und so haben sich mit dieser Entscheidung, in diese andere Richtung zu gehen, Türe und Tore geöffnet. Menschen waren an meiner Seite, die sind bis heute an meiner Seite, Mentoren, die immer so ein Stück weiter sind als ich, die mir den Weg zeigen, weil ich möchte mich ja auch immer noch weiterentwickeln. Das ganze Leben ist ja Weiterentwicklung. Das ist ja unsere Evolution. Ein Baum, der aufhört zu wachsen, ist tot. Und das funktioniert natürlich am einfachsten, wenn du wirklich beginnst, du selbst zu sein. Wenn du erkennst, was der wahre Grund deines Daseins hier ist. Was deine Mission ist, die du wie so einen unsichtbaren Rucksack mit hierher auf die Erde gebracht hast. Ich nenne das gerne Seelenplan. Was deine Seele als Plan hatte, eigentlich sich hier auf unserer wunderschönen Erde zu verwirklichen. Also, was wirklich deinem Beruf entspricht. Wir haben so die falsche Deutung von Beruf die letzten Jahrhunderte hier bekommen. In dem Wörtchen Beruf steckt ja Ruf drin, dem Ruf der Seele zu folgen. Seelenberuf. Was genau ist dein Seelenberuf? Und dann damit auch Seelenfreude Geld in meinem Sprachjargon zu empfangen. Das sind alles Dinge, die für dich jetzt vielleicht gerade noch böhmische Dörfer sind, wo du vielleicht denkst, von was redet die da? Aber es geht. Ich und viele meiner Kundinnen und Kunden, die ich die letzten Jahre in die Richtung begleiten durfte und auch immer noch begleite, ich bin immer wieder so fasziniert und das berührt mein Herz auch immer so sehr, wenn es bei dem Gegenüber dann Klick macht, wenn bei dem Gegenüber so vieles wie Schuppen von den Augen fällt, was wirklich alles möglich ist und dass man einfach nur das genaue Navigationssystem kennen darf, ganz individuell auf sich abgestimmt, um den Seelenplan zu entdecken, um den Seelenberuf daraus zu kreieren und dann natürlich ganz, ganz viele Geldthemen transformieren und heilen, um damit dann eben auch Seelenfreude Geld zu erhalten. Und dann ist so eine Realität ganz, ganz rasch da, wenn du das möchtest. Es muss auch nicht darum gehen, dass du auch vielleicht Deutschland, Österreich, Schweiz oder wo auch immer du lebst, verlassen musst. Mein Wunsch war es einfach, frei auf der Welt unterwegs zu sein. Und die Frage, die zentrale Frage ist immer, was ist deine wahre Vision, warum du hier bist, also der wahre Sinn deines Daseins? Und mit all deinen Talenten, Fähigkeiten, Begabungen, Stärken, Interessen kannst du definitiv daraus dem Ruf deiner Seele folgen, also deinen Seelenberuf daraus kreieren. Du musst dazu keine zusätzlichen Ausbildungen machen oder Zertifikate oder was auch immer noch. Es ist alles in dir verborgen, was es dazu braucht. Das hast du alles mit hierher gebracht. Man hat es dir bis eben nur nicht beigebracht, wie du es entdeckst. Und dann
Geldthemen heilen und ja, schon wirst du staunen, wie viel mehr für dich möglich ist in deinem Leben, als das, was du bis eben noch für möglich hältst. So, jetzt zeige ich dir mal nochmal hier ein bisschen Ausblick aufs Meer und dann werde ich hier mal ein bisschen joggen. Ins Meer hüpfen. In diesem Sinne, du findest übrigens in der Bio einen Link. Klick da drauf, irmgard-bronda.de/Begleitung ist es, glaube ich. Da findest du verschiedene Möglichkeiten der Begleitung, wie ich, wie mein Team dich begleiten können, um tatsächlich auch deinen Seelenplan zu entdecken und dir ja auch so ein freies Leben zu gestalten. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao!